Moin Moin und willkommen zurück bei Ark Lost Island. Wieder zurück aus dem Stream, also nach dem Stream. Naja, Stream der Vergangenheit. Wir haben jetzt eine Menge Rohstoffe besorgt. Wir hatten schon ein paar Bauelemente vorbereitet. Eigentlich steht jetzt nichts mehr dem Bauen im Wege. Eigentlich. Ich erwähne das jetzt gerade nochmal, weil ich habe jetzt zwischen dem Stream und der jetzigen Aufnahme noch ein bisschen weitergemacht, was Rohstoffbesorgung angeht. Ich muss auch da jetzt mal ganz klar sagen, ich glaube, diese Notwendigkeit nach Zement und dieses Chitinfarm hätte ich mir fast schon sparen können. Ich bin jetzt hier eigentlich nur eine halbe, dreiviertel Stunde im Kreis geflogen und habe ein paar Biberdämme mitgenommen. Hab mehrere tausend Zement. Das ist so ein... Ah, das ist schon geil. Da kann ich mit leben. Steine müsste man noch mal ein bisschen besorgen. Aber da haben wir jetzt im ersten Moment auch genug. Und jetzt das eigentlich, wo ich sagte, du hast nichts im Wege stehen. Das ist natürlich eine interessante Wortwahl, denn ich hatte hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hallo. Apropos Hallo. Hier. Wir haben ein Textego. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Das war weiblich Level 180, also... Oh, ich wollte es nur einmal erwähnen. 180er hat aber auch ordentlich Pfeile gekostet. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Das Ding hat reingehauen, was Pfeile angeht. Du bist auch noch zu weit weg vom Futtertrog, ne? Komm mal ein bisschen näher ran. Ja? So, aber darauf wollte ich auch nicht hinaus. Was ich sagen wollte, ich habe was vorbereitet und nichts mehr im Wege stehen. Also ich habe jetzt hier ein bisschen normale Steinplattform vorbereitet, weil ich ein bisschen anzeichnen wollte, damit ich hier nicht ganz so bei Null anfange mit der Aufnahme. Aber guckt euch hier mal die Bäumchen an. Die Tannen. Ich kann die Tannen nicht abbauen. Es geht nicht. Und zwar alle. Hier drumherum. Man kann diese Tannen nicht abbauen. Das ist absoluter Mist. Ich wollte jetzt hier schön was bauen. Ich hatte schon ein Grundkonzept im Kopf. Aber jetzt habe ich hier hinten diese Bäume. Jetzt habe ich das Problem, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehe. Lasse ich die Bäume jetzt hier gefühlt irgendwie stehen oder so? Aber erstmal zum Grundkonzept, einmal kurze Erklärung, warum ich hier normal Stein verwendet habe. Ich bin am überlegen, eine Art Innenhof zu bauen. Also ein bisschen, dass wir wirklich auf eine große Größe kommen. Ohne, dass ich jetzt einen riesengroßen Palast bauen muss dafür, weil ein riesengroßer Palast, das ist dann wieder wie beim letzten Mal, als wir Genesis 2 gespielt haben. Da habe ich ein riesengroßes Haus, was nicht so viel Sinn ergibt. Aber eine riesengroße Burganlage, Schlossanlage, die zumindest in der Optik her davon ist. Aber hatte ich ja gesagt, so ein bisschen Burgdesign. Das hier vorne soll dann großflächig der Innenhof werden. Das Problem ist jetzt natürlich, ab hier ist der Baum im Weg. Das ist... Also ich meine, den Baum kann man hier noch stehen lassen. Das sieht ja fast aus, als wenn er dann da wächst und gepflanzt ist. Da könnte ich dann einfach einen Blumenpott oder so drunter setzen und dann haben wir einen schicken Baum. Problem ist, der hier ist eigentlich schon... zu hoch. Also zu tief im Steinfundament drin. Oder ich arbeite mit verschiedenen Höhen. Aber rein theoretisch kann ich das natürlich wirklich so machen, dass die hier zum Innenhof gehören. Alternativ könnte man natürlich jetzt hier diese Fläche nehmen, aber obwohl, warte mal, die kann ich auch schon nicht abbauen, ne? Es gibt hier... Es ist so schlimm, ich habe so ewig gebraucht, um einen Bauplatz zu finden, der mir gefällt. Dann habe ich hier ein bisschen was vorbereitet und jetzt haben wir so viele solche Probleme. Das ist so... Oh. Das scheint aber definitiv ein Problem von der Map zu sein. Das ist so... Wir hatten ja im Redwood, war ja auch der... eine Honig... Hier, ich wollte sagen Honigtopf, aber... der einen Bienenkorb. Bienenstock? Bienenstock! Oh, was macht denn die Kurus da unten? Nein, frag nicht. War ja auch nur dekorativ da, das ist so das Problem.
Heißt, es gibt hier wahrscheinlich so ein paar mehr Pflanzen, die irgendwie dekorativ sind. Deswegen würde ich mal einfach mal gucken, wie wir damit umgehen. Wir können ja im ersten Moment... Zack, zack, zack. Mal versuchen, die, hier den Innenhof einfach drauf zu ziehen. Und dann... Struktur. Oh, würde ich jetzt nämlich vielleicht einfach mal vorschlagen, dass wir den Hof wirklich auf mehrere Tage... Obwohl, jetzt hier sieht das auch wieder richtig blöd aus, wenn diese Wiese damit dran ist. Ich schätze mal, ihr versteht, was ich meine. Das ist irgendwie, auch mit dem Rasen, das schockt nicht. Natürlich, ich bin ja nicht verpflichtet, hier alles super symmetrisch zu bauen. Also letztendlich kann man sich da schon ein bisschen zurecht pfuschen. Aber ich finde das gerade schon ein bisschen bescheiden, sagen wir mal so. Hier vorne die Fläche, da hätten wir das Problem nicht unbedingt, weil das jetzt hier, glaube ich, du hier bist der einzige Baum, der jetzt hier im Weg dieser Fläche wäre. Ja. So, warum ich jetzt da hinten gebaut habe, kann ich euch auch einmal kurz zeigen und erklären. Hier vorne dachte ich so, ein großer Hof, wo dann vielleicht auch ein großes Gebäude mit dran kommt. Hier hinten soll so eine Art entfernter Turm sein, können wir vielleicht auch notfalls Burgfried nennen. Der Witz an der Ecke hier hinten war, ist, dass es hier einen angenehmen Weg runter gibt zur Küste und dass ich hier quasi eine Privatbucht hätte, wo ich unsere Meeresgetiere sammeln könnte. Das ist so das, was ich jetzt hier an der Ecke halt so super sympathisch finde. Das mit den Bäumen muss ich echt gestehen, das ist irgendwie belastend. Das ist so... Kurz mal erwähnen. Ja. Ich schnappe einfach noch mal ein paar von den Steinfundamenten. Wir haben noch mal ein paar. Wir zeichnen einfach mal was an. Gucken wir mal, was draus wird. Ich habe auch noch mal Metall nachgeholt. So ein bisschen. Noch einmal kurz zeigen. Also wir haben 75 Stacks. 74 Stacks Eisen. Ist ein Anfang. Kann man mit leben. Wir haben auch 60, also 59 Stacks Holz und 118 Stacks von dem Holz voll. Nee, warte, von Stein. Gott. Aber auch für all die, die es beim Stream natürlich nicht mitbekommen haben, wir haben auch keinerlei Chitinmangel mehr. Das ist ja schon mal was Gutes. So, komm mal her. Guck mal, jetzt habe ich hier schon wieder 100. Also Fundamente einfach schon mal in 100er Stapeln bauen. Das ist natürlich auch schon ein bisschen protzig. Aber mir gefällt. Oh, so. Ich dachte hier mit der Wiese. Mir gefällt das optisch einfach nicht so, wenn der Rasen durch die Fundamente durchkommt. Wenn ich jetzt hier so einen großen Innenhof baue... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie groß das Gebäude werden soll am Ende. Ja gut, das war jetzt nicht der Plan, aber ist okay. Ich baue es mal ab. Hier hinten so ein... Wir könnten theoretisch auch einfach nur am Ende von dem Hof einen riesengroßen Turm haben, in dem wir wohnen. Da könnten wir eigentlich alles unterbringen, wenn es danach geht. Wäre dann natürlich keine richtig große sexy Burg oder so. Oder Schloss vielleicht sogar, aber wäre eine Möglichkeit, wie ich den Platz hier noch...
halbwegs anständig genutzt kriegen würde. Auf der anderen Seite könnte ich diesen Baum einfach einbauen. Ich könnte einfach komplett Fundamente drum ziehen, dann sieht ihn auch keiner mehr. Das ist ja auch nicht so das Wahre. Wie gesagt, ich finde das leider doch sehr belastend mit den Bäumen. Da könnte man sich ja fast eine Ozeanplattform hinsetzen. Da habe ich keine Bäume im Weg. Was auch nicht so, dass... Also auch hier, ich glaube die Fläche... Also hier, wo ich schon angezeichnet habe, ist glaube ich... einzige Fläche, wo ich wirklich Fläche raushauen könnte. Würde mir natürlich das da hinten mit dem... Turm ein bisschen kaputt machen, was ich mir jetzt so vorgenommen habe. Weil ganz ehrlich, ich glaube, dass... Da muss ich dann halt durch. Dann nehme ich den Kram hier wieder weg. Dann mal das Deck unten wieder voll. Das ist so... echt ärgerlich alles. Oh, jetzt hier einfach mal eine riesige Fläche hin. Wir gucken mal, wie es aussieht am Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 8, also ich baue jetzt mal grundsätzlich mal, versuche einfach mal ein 10x10 Feld. Also ein 10x10 Feld ist doch schon mal an sich ein schicker Innenhof, oder? Oh, was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Also wirklich. Jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Richtung war es jetzt 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal, 1, 6, 7, tatsächlich nur 8. Das ist jetzt ein 8x10 Feld, habe ich richtig gut gezählt. 9, 10. So. Und da würde ich natürlich dann die Schickmauern rumziehen von der Mod. Irgendwie sieht 10x10 Grad lächerlich klein aus. Was soll das? Oh, Schnecke. Ah, da hatte ich auch den Hinweis bekommen, dass ich doch mal Schnecken zähmen soll. Dann habe ich keine Zementprobleme mehr. Warte. Ah. Den Hinweis habe ich auch bekommen, dass ich doch so mal Beeren sammeln soll. Mal ausprobieren. Okay, das funktioniert bei mir exakt gar nicht. Aber, okay. Ich würde gerne die Beeren anständig abbauen.
Merkt ihr auch gerade, oder? Wie das laggt? Natürlich seht ihr das! Okay. Oh, sind diese Bäume da jetzt im Weg? Toller Trick. Natürlich wäre eine Option, hier einfach noch eine Schicht drüber zu ziehen. Oh, das ist ätzend. Obwohl, ich glaube, die kleinen Spitzen, die kriege ich noch irgendwie... Da kriegt man was draufgestellt. Ich glaube, damit kann ich tatsächlich arbeiten. Also, jetzt nicht, weil ich es will, aber ich glaube, es geht. Oh. Das Wetter ist auch gerade hervorragend mal wieder. Ich mache jetzt einmal diese 10x10 Grundfläche da fertig und gucke sie mir an. Wahrscheinlich werde ich dann sagen, die ist mir zu klein. Und dann gucken wir, dass wir mehr bauen. Abbauen von denen da hinten, das ist okay. Hier sind halt, ich habe halt schon echt viele gesetzt. Zack, zack, zack. Alle abbauen. Woo! Gut. Fast ein Stack wieder zusammengekriegt. Naja, wirklich sehr fast. 99 ist schon sehr nah dran. So. Da müsste ich dann vielleicht einfach was draufstellen. Das würde ich noch hinkriegen. Aber was meint ihr? So eine 10x10 Fläche als Innenhof? Und da drumherum würde ich dann... Moment. Damit es von außen natürlich richtig gut aussieht, die anderen Fundamente nehmen. Haben wir ja auch vorbereitet. Und zwar auch... Über 100 Stück. Oh! Na, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Warum ist dem so? Dass das natürlich wieder nicht so passt, hatte ich mir jetzt nicht vorgestellt.
Das, die haben unterschiedliche Höhen, ne? Och, wie mich hier gerade schon wieder das Gewackel nervt von den Stegos und den Paratzehren. Jetzt sind schon bei 20 Minuten und ich habe das hier gebaut? Wow. Okay. Der geht mir jetzt total auf die Nerven. Geh weg. Gutes Gespräch. Du gehst jetzt auch noch weg. Einmal Riesensauerei. So, was bist du für einer? Interessiert mich auf jeden Fall nicht. Gut. So. Aha. Ah, geht doch. Wenn er mir da jetzt ganz unten in den Boden setzt. Wäre das in Ordnung? Wäre zwar Materialverschwendung im gewissen Rahmen. Aber vollkommen in Ordnung. Moment mal, da muss ich jetzt hier mal wieder... Ist jetzt gerade alles ein bisschen tricky. Aber genau deswegen machen wir den Kram hier. Oh. Dann machen wir mal... Ach, die Steindinger habe ich jetzt... Aber hier würde ich dann wieder auffüllen mit S+. Jetzt gerade ist einmal... Oh, die Tanne da schon wieder so nah. Ah, hab ich mich vertan? Und wieso drücke ich immer die falschen Tasten? Was soll das? Stroh brauche ich gerade mehr. Ja, wenn man hier ist die Außenwand definitiv gesetzt. Weil ich den Baum nicht wegkriege. Aber das kann ich in der Burgmauer verschwinden lassen. Deswegen ist das sogar gar nicht das große Problem. Damit kann man arbeiten. Ist gerade alles lästig hier. So, okay. Wird, wie gesagt, nur etwas lästiger und aufwendiger, aber das, so passt es dann zusammen. Guckt euch mal diese Mauer an. Ist doch einfach. Die ist doch hübsch. Also. Die Außentextur. Mauer ist es hier irgendwie noch nicht so ganz. Ein bisschen Schönheit.
Wenn wir die Löcher muss ich gleich mal stopfen hier mit den normalen S-Plusern. Das mache ich nochmal schnell. Das ist so. Das ist mir jetzt ein wichtiges Bedürfnis. Oh. Ja, ist okay. Besser? Ja, besser. Bist du noch wegreißbar? Ja, bestimmt, ne? Auch noch? Okay, ich muss mal ganz kurz wieder checken, welche Bäume jetzt weg können. Ah, hier ist wieder so ein kleiner. Also wenn wir stumpf rechteckig bauen, können wir in die Richtung noch ein bisschen weiter gehen. Die Richtung. Muss mal kurz geklärt werden. Ist auch so Schluss. So, das heißt von der Breite her, wie gesagt, wenn wir erstmal stumpf drüber nachdenken, rechteckig zu bauen, dann ist das so ziemlich erstmal das Maximum, was wir uns erlauben können. Ich fülle das Loch mal. Hey. Snapped. Hallo, Mr. Stego? Das ist natürlich die Sache, es zwingt uns ja keiner dazu, stumpf rechteckig zu bauen. Hi. Oh, ich werd bei Sina mal kurz das Autoschrein wieder abstellen. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal erschrocken und habe mich etwas belästigt gefühlt von ihr. Ah. Das ist so, dadurch, dass ich jetzt hier spontan wieder alles umsetzen musste, habe ich natürlich jetzt keinen super Plan. Alter, Leute! Geht mir echt auf die Nerven, ne? Findest du auch nicht so gut, dass ich das gemacht habe, dein Freund? Tut mir leid, tut's mir irgendwie nicht. Ich? Warten wir ab, bis ich einer meiner Tierchen einmischt, dann habt ihr verloren. Bis dahin macht mein Messer das hier schon. Auf jeden Fall habe ich Hunger, also der John Doe hat Hunger. Ey, gut, ich habe auch Hunger, aber das ist jetzt für die Aufnahme unwichtig. So. Fang. Nö. Gut. Ich esse meine Beeren weiter. Weil irgendwie, wir hatten mal ein Lagerfeuer auf dem Paras hier, das ist mittlerweile weg. Ich gehe mal davon aus, dass bei irgendeinem der Kämpfe, die da passiert sind, das Lagerfeuer ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und entsprechend ziemlich dumm gelaufen war. So. Wunderbärchen. Ich dachte, die Fläche
Hier muss man was draufstehen. Das. Ah ja, das würde ich vielleicht noch hinkriegen. Was habe ich? Ach, Schnecki, Schnecki. Nett, dass sie machen hier unser Zement. So, jetzt würde ich die ganze Zeit doch mal sagen, mit dem Stumpf rechteckig, ich glaube, wir werden uns das jetzt ein bisschen bequem, also nicht bequem, ich glaube, ich werde eine Ecke in die Mauer reinsetzen. Ah, doch, doch. Lass das einfach mal kurz, lass uns das einfach mal kurz austesten, wie das aussieht. Hier. Oh, das ganze Fleisch, ich schmeiß jetzt mal wieder weg. Komm, du kannst rüber. Ich mach irgendwann auch nochmal Ordnung hier. So. Ah, jetzt fällt mir gerade ein, ich müsste dann alles mit den Dreiecken hier in die Richtung machen, ne? Ah, das macht das ganze Unterfangen natürlich definitiv etwas weniger cool. Ich habe jetzt gedacht, ich mache eine Ecke rein und mache dann mit den, die Ecken weiter. Aber das wird wohl nichts. Und jetzt hier einfach mal. Tja, nur der Innenhof. Das ist ja streng genommen gar nicht mal so wichtig. Ich glaube, ich müsste auch nochmal eine ordentliche Fuhre nachcraften. Ich glaube, hier die Wand, die würde ich dann gleich. Boah. Muss das mal ausprobieren. Ich hole jetzt mal die Dreiecke von der. Von den hübscheren, sagen wir mal. So. Und mal hier. Packen wir euch mal hier rein. Und euch hole ich raus. Oh, hat der andere Snap-Punkte? Sogar einen anderen Winkel, ne? Ja, gut, so viel dazu. Ich sage mal, Projekt nicht rechteckig hat gewisse Lücken. Sind das unterschiedliche Winkel? Boah, die snappen nicht an. Die Dreiecke snappen definitiv nicht aneinander. Ausprobieren.
6 Stück. Bei den anderen bräuchte auch 6 Stück für den Kreis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich erkenne da jetzt gerade nicht unbedingt das Problem. Doch, sind gleich. Ja, scheiße. Ich habe ja auch die normalen gerade verbaut. Kein Wunder, dass sie gleich sind. Da. Das ist okay. Mein Fehler. Die da auch nicht anständig dran. Jetzt ist die Frage, rein theoretisch, wenn ich da jetzt ein Viereck von denen hätte. Also, dass das die Außenmauer ist, tun wir mal so. Hey, Projekt Dreieck ist durch. Hey, ich würde mal sagen, ich versuche das Fundament noch mal ein bisschen weiter zu bauen bis zum nächsten Mal. Das rechteckige. Wie gesagt, von den Dreiecken müssen wir uns jetzt leider einmal verabschieden. Zumindest was die Außenmauer und das Grundstück angeht. Zum Bauen werde ich sie sehr wahrscheinlich trotzdem noch verwenden wollen. Aber... dann wird unser Hof halt rechteckig. Ja gut, Burgen waren ja früher auch immer recht rechteckig oder so. Kein Grund, sich zu schämen. Ist halt nur dumm gelaufen jetzt für mich. Aber es ist in Ordnung. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie immer ist natürlich, wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich auf einem etwas größeren Fundament, was schon weiter ist. Und können dann vielleicht sowas wie Gebäude anzeichnen. Aber ich will hier noch nicht zu viel versprechen. Wir lassen uns überraschen. Ciao.